Mein erstes Mal PlayStation 5 und direkt Ratchet & Clank. Auf geht's! Hallo zusammen! Mein Name ist Fitzfuchs und wir spielen hier jetzt Ratchet & Clank und es ist sehr laut. Und natürlich, auch Pokémon kommt wieder. Jo, egal, natürlich. Ich habe die PlayStation 5 legal bekommen. Ich habe mich reserviert. Was heißt reserviert? Ich habe mich aufschreiben lassen bei GameStop und die hatten lokal dann eine. Dann habe ich angerufen, ich kann sie abholen kommen. Also alles fair. Und alles legal. Nicht vom Laster gefallen, nicht irgendwo mehr bezahlt. Na? So, gibt es jetzt ein fancy Intro? Bin enttäuscht. Machen wir das Kabel ab. Ah. Okay, X drücken. Okay, die Vibration geht schon mal ab hier. Och nö. Jetzt fängt er ja weiter mehr runtergeladene Lieder anzuzeigen. Och Leute. Okay, für die Aufnahme kurz zur Erklärung. Ich kam vorher dran auf die Idee, SingStar runterzuladen und Lieder zu adden. Jetzt war er gerade fertig und ich sagte, juhu, wir können jetzt endlich spielen. Und jetzt zeigt er weiter mir an. Warte mal, ich muss das ausschalten. Nein. Ich will... Okay, ich komme nicht mehr ins Menü. Also, sobald ich die Taste drücke, will er mir... Ah, jetzt. Weiter. Ja, danke. Lass mich diese Scheiße ausschalten. Datenübertragung von PS4. Nicht möglich. Es ist, ja, es ist schön. 99 Stunden. Wollt ihr mich ärgern? Also viele sind es angeblich nicht mehr. Oder ändert sich das nochmal? Oh, Personal Jesus. Ich liebe es. Enjoy the silence, dead or alive, you spin me around. Okay, dann sind wir wahrscheinlich wirklich fertig. Jetzt müssen wir es haben, oder? Es ist ein Fehler aufgetreten. Erneut versuchen. Ach, sieh an. Ist alles hier, alle, alles klar. Hallo, ja, schön, dass du reinschaust. Du bist im Lurk, okay. Alles klar. Danke dir auf jeden Fall. Für deinen Lurk. So, wir machen jetzt mal hier... Okay, jetzt müssten noch zwei Lieder kommen. Lieder anzeigen, was denn? Okay. Gut. Jetzt aber mit ein paar Liedtitel-Einblendungen von SingStar Download. Ratchet & Clank Rift Apart, ein neuer Spielstand. Das ist eine gute Frage. Ich habe niemals ein einziges Ratchet & Clank gespielt. Also nehmen wir die mit. Upgrade zur Deluxe Edition. Was ist denn die Deluxe Edition? Das kostet nochmal 10 Euro. Ihr wollt mich verarschen. Ihr spinnt doch, Sony. Ihr seid doch völlig bekloppt. Nein. Ich hoffe, man hat jetzt keine Bankdaten von mir gesehen. Nicht wirklich. Okay. Gut. Sowas wie Vor-Nachname, Adresse, Blutgruppe. Ne? Ja, aber warum soll ich denn jetzt nochmal 10 Euro kaufen? Ah, die letzten vier Zahlen. Die letzten vier Zahlen weiß, glaube ich, jeder, wo ich irgendwo einkaufen gehe. Das ist nicht schlimm. So, Jäger, das ist nicht schlimm. Ich werde es wahrscheinlich ausblurren, wenn ich es auf YouTube hochgeladen habe oder so. Nur aus Sicherheitsgründen. Kann man ja. Der Witz ist, ich muss das Video dann hochladen. Dann muss ich die eine Stelle blurren, dann rendert das ganze Video nochmal. So, also Rebellenagent, okay. Kontrolleinstellungen, nö. Was ist das? Wiedergabetreue? Englisches Audio, nein. Ich höre doch gerne die Stimme von Lara Loft. Die macht einen guten Job bei Synchronisation. Kroatischer Text? Nein.
Und die sind der Synchro mit dabei, also lassen wir das mal. So, Grafikmodus kann ich, was ist das? Der Modus verfügt über 3 Spiele pro Sekunde und die Grafikoption wie Raytracing. Verbesserte Beleuchtung, erhöhte SO-Einstellungen für 4K-Auflösung. Was ist das? Performance-Modus, 60 Bilder pro Sekunde und setzt auf Raytracing. Entsteht ein Bild mit niedriger Auflösung, bei den Beleuchtung visuelle Effekte angepasst werden. Gut, wir haben nur 1080p, also ich glaube, wir können hier echt auf Wiedergabetreue gehen. Was ist Leistung? Diese alternative Version des Performance, Raytracing, 60 Bilder pro Sekunde. Nee, ich glaube, wir lassen das mal, weil wir haben jetzt nur 1080p. Okay. Neidisch auf die, meine überlegende Blutgruppe von Hero, ja, alles klar. So, Kontrolleinstellung, wir lassen das mal so. Wir gehen aufs Spiel starten. Mitglieder des Widerstands, meldet euch unverzüglich in der nächsten Aufnahmeeinrichtung. Euch passiert auch ganz sicher nichts Schlimmes. Widerständler, meldet euch im VIP-Bereich eurer nächsten Aufnahmeeinrichtung zur Verhaltensmodifikation. Das macht Spaß. Spaß. Okay. Scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Da ist die Assistentin und da ist der Infobot. Gute Arbeit. Jetzt verschwinde und entschlüssle das Ding. Wo ist der Infobot? Okay, geht schon mal lustig los. Okay. Hey, schon gut. Siehst du? Ich bin's. Rivet? Shh, ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit Jahren. Hält man uns schon für abgewrackt? Oh, was, wenn wir abgewrackt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Stimmt. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade! Ratchet und Clank! Schon sehr abgespacedes Universum. Ich, Captain Copernicus Leslie Quark, bin euer Gastgeber. Kann ich jetzt spielen? Ah ja. Man sieht natürlich grafisch gut aus, ne? Bombastisch. Wow, die habe ich ja ewig nicht gesehen. Okay. Berühmter Hoverboard-Champion in Blackwater City und langjähriger Freund Ratchet und Clank. Seit Jahren verkauft er
Seine eigenen Hoverboard-Artikel in seiner MacMarks Sports Shack Ladenkette an einem Planeten ganz in deiner Nähe. Okay. Und hier soll ich nicht lang. Ich will ja nur mal so ein bisschen die Grafikpracht betrachten. Hey, ist dir ein ganz schönes Aufgebot? Also wenn ich jetzt hier sehe, nach all diesen Jahren, hier ist jedes Blatt animiert, ja, der Baum sieht richtig gut aus und am Freitag habe ich Zelda gespielt, wo die Bäume aussahen wie PlayStation 1. Ja, liebes Nintendo, da geht mehr. 2021, selbst als HD-Remake. Ich, keine Ahnung, Jürgen, ich spiele genauso viel wie du. Warum ein Arm von der Dame mechanisch war. Muss es die ganze Galaxie haben? Warte, ein Geschenk? Wofür? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Na, so begib dann dich auf die Arme. Mal los. Alles begann auf dem Planeten Veldin, als Ratchet, ein rastloser Tüftler, das Abenteuer suchte. Schlüssel schwingen. In jener Nacht stürzte Knalls Schiff vom Himmel herab. Ratchet rettete den defekten Kampfbot und der Rest ist intergalaktische Geschichte. Okay, ich sammle hier irgendwas ein. Die Menge rastet aus. Und du? Ah. Die kennen wirklich keinen Halt. Und jetzt überwinden unsere Helden diese festliche Barrikade. Lass mich raten, dagegen springen. L2. Also ein kleines Tutorial, okay. Aber cool gemacht. Auf was soll ich denn schießen? Ah, ich muss tiefer runterdrücken, okay. War denn die Munitionskiste? Keine mehr da. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich Juhu. Weiß, es geht nicht um dein Geschenk. Schnell, wir müssen zum Anfang der Paraderoute. Okay, X drücken, um Gefahren auszuweichen, okay. Mit L1 oder was? So viel zum Lächeln und Winken, hä? Frage, muss ich das festhalten? Ich halte mal. Oder die Kragniten. Oder, oh, Dr. Nefarius. Ach, Quatsch! Nefarius ist schon länger im Ruhestand als wir. Okay, ich bin abgestürzt. Willkommen auf Argolis!
Wir sammeln hier irgendwelche Teile ein. Wie gesagt, ich habe nie einen Teil gespielt. Da, wir können rübergleiten. Wie denn? Wo denn? Da unten sind noch mehr von diesen Schurken. Beeilen wir uns bevor. Was jetzt? Ich habe mich verdrückt haben. Was sind das, so Krokodile oder was, gegen das ich hier kämpfe? Irgendwie sowas, ne? Mehr Halsabschneider. Da ist der! Holen wir uns das süße Kopfgeld! Aua! Nein, nein, nein! Ich hab meinen Levelaufstieg. Also natürlich habe ich einen Levelaufstieg. Ah, ich kann noch halten. Interessante Info. Nix. Nein, 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 nein. Leicht eingerostet, aber ich pass doch drauf. Sind sie weg? No. Haben wir alles? Und jetzt kommen wir zur Gegenwart in Easy. Alligatoren, okay. Danke dir, Jureka. Wie gesagt, ich habe Ratchet & Clank nie gespielt. Ein geheimnisvolles Geschenk von Clank erhalten. Ich hatte eine Rede geschrieben, aber da die Veranstaltung offenbar angegriffen wird, komme ich gleich zum Punkt. Ratchet, ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre. Alles klar, Philipp. Pack später um. Danke dir. Mein Teampartner. Und du hast viel aufgegeben, um... Ich habe den Dimensionator repariert. Jetzt kannst du endlich deine Familie finden. Die Bulls. Währung? Danke dir, Lea. Was? Dr. Nefarius? Ratchet und Clank! Was für eine wundervolle Überraschung! Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor 8 Minuten auslöschen sollten! Was willst du, Nefarius? Hat denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? Lach ist lustig, ja. Wir müssen Dr. Nefarius den Dimensionator wegnehmen. L1, um die Schiene zu wechseln. Was immer er plant, es kann nichts Gutes sein. Wuhu! Moment.
Vielleicht können wir Quarks Feuerwerk benutzen. Fackeln wir ihn ab. Dass Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Das wird genau wie in alten Zeiten. Komm, sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zircon, holen wir uns eine Waffe. Waffe gefällig? Mrs. Zircon hat alles. Kauf eine Waffe vom Händler. Willkommen bei Mrs. Zircon. Hier findest du alles, was du für dein Arsenal brauchst. Was haben wir denn, die Schmetterbombe? Achso. Okay, also, Der Vollst... Die Blasterpistole haben wir schon. Okay, also, Schmetterbombe ist Nahkampf, oder? Schmetterbombe oder Vollstrecker? Was meint ihr? Ich möchte eine Nuke oder Deagle. Ja, die gibt's hier nicht. Ich tendiere ja zu dem hier. Einläufige Feuerwaffen sind langweilig, dann puste deine Gegner mit dieser doppelläufigen Plasmakanone weg. Doppelte Feuerkraft, doppelter Spaß. Okay, wir nehmen die Vollstrecker. Ich werde jetzt auch nicht warten, bis ihr im Chat was geschrieben habt, aber ich könnte gerne nochmal näher drauf eingehen. Also, wir nehmen die jetzt. Das ist das Geräusch pure Macht. Und des Vollstreckers mit seinen beiden Läufen voller purer, süßer Vernichtung. Du kannst den Feuernabzug halbziehen, um einen Lauf abzufeuern. Und wenn du sehr zuversichtlich bist, zieh ihn ganz durch, um aus beiden Läufen zu schießen. Interessant. Okay, gucken wir uns die Schmetterbombe noch kurz an. Ah, das ist zum Werfen. Als einer Sprengladung zuzusehen, sie mit den eigenen bloßen Händen zu werfen. Zieh den Feuernabzug halb, um dein Ziel zu visualisieren. Oder, wenn du es richtig eilig hast, ziehen ganz durch, um sie... Na, ich bin eher für den Vollstrecker. Oh, Moment, wie kaufe ich die jetzt? Ah. Exzellente Wahl. Hätte sie gesagt, weil egal, was ich gekauft habe. Halsabschneider im Anmarsch. Die sind auf jeden Fall witzig, die Viecher. Ich mag die als Gegner. Geil. Noch einer, der Spaß will. Achso, die Munition ist leer. Ich wollte jetzt wissen, ob ich hier was übersehen habe und offensichtlich. Also, ich bin ja jemand, der gerne alles einsammelt und ich glaube, ich brauche ja die Währungen und die Munition und so Quatsch, wisst ihr? Ich glaube, ich werde gerade noch beschossen, kann das sein? Ja. Was ist denn dieses Silberne da? Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Ah, da drüben feuern sie schon. Also das Spiel wurde einmal verschoben, das weiß ich. Aber dann kam es raus und man hat nichts Negatives gehört. Sprich, es scheint solide zu laufen. Alles klar, hier ruhiger. Schlag gut und bis zum nächsten Mal. Duke Nukem, stimmt. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler, es ist ermüdend. Sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Spoiler, es ist ermüdend. Sag lebwohl! Was habt ihr getan?
Was war das gerade? Wir könnten ein kleines Problem haben. Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg geben. Die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Ja, der wird definitiv noch nützlich sein. Kommt ihr nicht durch! Das ist natürlich ein Gamechanger, ne? Aua, das war dumm. Wie viel Nefarius diesen Kerlen wohl bezahlt? Nicht annähernd genug. Müssen wir da jetzt runter? Ne, ne, können wir gar nicht. Okay, also recht schlauchig die Level, aber für die Grafik-Action, denke ich, ist das auch... Das ist schlimmer, als ich dachte. Auch verständlich. Party! Nahkampf, das ist eine gute Frage. Kann ich versuchen. Oder zumindest ein sehr großer Oktopus. Wie so ein Schraubenschlüssel halt, ne? Stand da, fahren direkt an ihm vorbei. Dann verpassen wir unseres lieber nicht. Hey, seit wann tut's der Dimensionator wieder? Ich habe Hobbys. Und ich weiß, wie viel dir die Suche nach den anderen Lombaxen bedeutet. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammengehen. Oh, das ist echt nett von dir, aber ich... Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Das ist natürlich mit diesem Ranziehen ist natürlich eine geile Sache. L3 ist Sprinten, also runterdrücken oder was? Ich mache irgendwas falsch. Warte mal, das ist doch kein Rennen, oder rennt er? Ja doch, der rennt. Aber unwesentlich schneller, ein bisschen schneller, okay. Setz los! Ich bin nicht auf die Levelkarte, nein! Stopp! Aus! Nahkampf geht auf jeden Fall auch gut ab, ja? Da können wir uns dranhängen, aber hier geht's auch noch wo lang. Alles Währung.
Ich glaube, ich muss nur einmal L1 drücken. Oder? Nächster Halt, Nefarius. Oh. Diese Spalten ufern wirklich aus. Nefarius hat sich eindeutig übernommen. Was ist das? Oder hältst du dich nur auf dem Laufenden? Okay, Munition ist voll. Jetzt können wir auch die Schmetterbombe kaufen. Weiter würde ich sagen, Party! Du hast ein gutes Auge. Wieder da? Okay, jetzt haben wir die Schmetterbombe ausgerüstet. Die können wir gleich mal versuchen. Ah, ich kann hier laufen. Ich kann mich aber auch darüber ziehen. Okay, das ist witzig. Okay, die sind ganz witzig. Vollstrecker, Blasterpistole, Vollstrecker. Zu erobern? Ja, aber ich wünschte, er würde sich dümmer dabei anstellen. Aua! Sag mal, wieso öffnet der ständig diese Karte? Das will doch kein Mensch. Gut gemacht, Ratchet. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Oh, wir gucken noch, ob ich Munition übersehen habe oder so. Das nimmt natürlich ein bisschen... Ah ja, die Dynamik aus dem Spiel, jetzt direkt weiter zu jumpen und mehr Action zu zeigen. Aber wenn es halt sowas wie hier Munition halt gibt, die ich halt brauche, oder halt auch Währung, dass ich mir die besseren Waffen kaufen kann, das beißt sich so ein bisschen mit diesem Action-Gameplay, ne? Okay, auf geht's zu Nefarius. Ihr zwei, diese Halsabschneider taugen gar nicht. Warum habe ich meinem Assistenten auch bezahlte Eltern... Von Avengers? Oh, keine Ahnung. Wir müssen seine Abwehr schwächen. Aua. Hat das wehgetan? Komm, nimm das, Nefarius. Also geht es zumindest ziemlich dynamisch, tut er den nächsten Gegner anvisieren und weghauen, das ist ganz cool gemacht. Oh. Wir haben keine Munition mehr. Ja, nu?
komme gar nicht an ihn ran. Okay, da spawnt wieder Munition. Wie ist denn Chat gleich? Granaten haben wir auch noch. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wir haben's. Glaubt ihr, eine vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen? Also, ja. Verirrt ihr euch? Also, wir ja. Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Action auf jeden Fall ohne Ende. Tja, ganz bestimmt nicht gut. Super. Wo sind wir? Keine Ahnung. Zurück in die Tiefe mit den Armen! Was für eine Gaunerei! Runter von meinem Schiff! Ungetötet! Uff. Hab ich's geschafft, oder was? Ist das... Das ist echt viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator. Uff. Wir waren nur kurz da mit den Piraten, ne? Hannibal, aber ja. Mit vielen Fragen. Komm erstmal mit. Na, warte, ich muss meinen Freund finden. Ich finde, ich höre Lara Loft da nicht wirklich raus. Aber sie soll es sein. Das kann gut sein, Hannibal, ne? Dass ich in die Welten alle nochmal rein muss. Eine Seele, dass du reinschaust. Das ist auch ein interaktiver Film, kann man so sagen, ja? Wo sind wir jetzt gelandet? Suche nach Clank. Wo steckst du, Clank? Vielleicht hat ihn hier irgendjemand gesehen. Oh, das ist ein Roboter. Okay, wir sammeln hier mal alles ein. Hat einer von euch einen kleinen grauen Roboter gesehen? Grüne Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich.
Okay, wir könnten feuern. Nicht mit mir! Können wir das auch kaputt hauen? Wahrscheinlich gibt es ein Achievement mit Haue alle. Oder auch nicht. Das wollte ich gerade sagen, das ist ein Aufzug, der fährt hoch. Habe mich jetzt erfolgreich getriggert. Ist die Katze eine Anspielung auf irgendwas? Ha, ich spiele schon zu lange und ich gucke immer in alle Ecken rein. Man kann durchrennen, aber... Also es, grafisch, das ist natürlich das absolute Maß der Dinge aktuell, ne? Also guckt euch diesen Ratchet an. Bitte, lass dahinter. Oder ist es Clank? Ne, ich glaube, das ist Ratchet, ne? Das sieht immer, wie ich in der Materie drin bin, aber... Also, ne? Hier ist nichts eckig, hier ist alles wunderschön animiert. Lichtschatteneffekte, grafisch einfach. Also hier gibt's nichts zu meckern. Das war auch das Spiel, warum ich die PlayStation 5 wollte, sag ich euch ganz ehrlich. Das ist Ratchet, ja. Okay, danke. Den wird es wohl zweimal geben, ja. Erst Clank, dann Nefarius. Vielleicht ist er auf dem Bazar. Nee, also, ja, wie gesagt, Zelda habe ich mir geholt. Ich wusste, dass das schlecht aussehen wird. Oder wesentlich schlechter. Das ist ganz klar. Aber, ich bleib dabei. Also, was Nintendo sich da geleistet hat, ist einfach peinlich. Sie haben wenig Arbeit reingesteckt und haben das einfach nur grafisch aufgehübscht. Aber für einen 60-Euro-Titel sage ich frei raus. Klar, es ist kein Ratchet und Clank, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dennoch, also da hätten sie mehr machen können. Das sieht nicht zeitgemäß aus für ein HD-Remake für die Switch. Ich werde es weiterspielen, ich werde es durchspielen. Wir werden es mal gucken, vielleicht morgens vielleicht sogar schon wieder anpacken, dass ich immer ein bisschen Abwechslung mache. Aber es ist, es ist also jenseits von dem, was ich mir eigentlich wünschen würde. Verwaschene Texturen und, ne? Kommen wir hier rein? Ich will da rein. Verdammt. Wie komme ich da rein? Ja, ich glaube, wenn du von der Couch guckst, ne? Dann ist das, glaube ich, echt interessant. Dann müsstest du an eine recht gute Qualität eigentlich rankommen. Der Widerstand? Oh, entschuldige, Herzchen. Miss Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen Spionage. Ich... Lass die Geisel fallen. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen... Das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Beat zum Club Nefarius. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarius, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkorn. Das ist ja so aufregend. Kann ich jetzt Waffen kaufen? Na, du möchtest jeden Kampf zu einer Party machen? Mr. Partypilz ist die Waffe für dich. Was ist denn Mr. Partypilz? Kann's kaum erwarten. Bald erhältlich. Okay, was ist Mr. Partypilz? Och, ich weiß nicht. So ein fliegender Pilz, der ballert, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht meins. Wie viel sparen wir unser Geld? Empfiehl mich gern weiter.
So, aber wie komme ich da rein? Wie kann ich das hier öffnen? Es muss da einen Trick geben. Ah, ich habe eine Idee. Bestimmt die Energie kaputt machen oder so. Da ist doch das Kabel. Oder? Ich muss weitersuchen. Je eher ich Club Nefarius und das Phantom finde, desto eher komme ich zu Cloud. Aber ein Widerstandsspion wird schon, falls du nach dem suchst. Ein Widerstandsspionbot? Klingt nützlich. Könnte ein Blick wert sein. Ich will da unten rein. Also auch mit diesem Magnetstiefel finde ich das gut. Ich komme, Clank. Ja, der Pilz mag witzig aussehen, aber mich holt's nicht ab. Vielleicht holen wir uns irgendwann noch. Wie kriegen wir die Energie da kaputt? Da dürft ihr mir jetzt gerne einen Tipp geben, wenn ihr es wisst. Das ist es schon mal nicht. Also ich muss irgendwie, oder kann ich dann noch nicht hin? Club Nefarius. Club Nefarius. Wo ist der Club Nefarius? Nee, das habe ich schon versucht, ich kann nicht durchschießen. Jetzt hätte ich das Explosionsding kaputt machen können. Ja, ich weiß, nee, kann ich nicht. Das war schon mein erster Gedanke. Ich kann auch nicht durchschmeißen irgendwie. Ich habe halt gedacht, ich mache die Energie kaputt und dann drumherum und dann geht das Kraftfeld aus, aber... Immer noch. Ich muss weitersuchen. Je eher ich Club Nefarius und das Phantom finde, desto eher... Ja, das weiß ich. Club Nefarius und das dann Phantom. Nee, also dann gehen wir jetzt weiter, dann habe ich es einfach nicht gesehen. Da ist kein Portal zu sehen. Nee, das habe ich auch schon gedacht. Mich irgendwie reinzuziehen, aber da ist auch nichts zu sehen, ne. Vielleicht fehlt mir noch die Fähigkeit, dass ich da durchkomme, das weiß ich ja nicht. Irgendwie so... Also wie gesagt, ich komme, Clank. Vorher muss ich nur diesen Phantomtyp finden. Also auf jeden Fall schön gemacht, die Welt, ne. Liebe zum Detail. Folge dem Beat. Bisher fühlt sich auf jeden Fall der Controller genauso an wie der PlayStation 4. Das ist jetzt der 5er Controller, ne? In weiß ist er ja dabei. Ich habe jetzt noch keinen riesen Game Changer gespürt, dass ich sage, boah, also er liegt gut in der Hand. Und bisher tut mir nichts weh, länger mit dem zu spielen. Aber bis dato kann ich nicht sagen, oh boah, geil, ich habe diesen Controller unbedingt gebraucht, ne? Ich glaube, ich jetzt mit dem 4er wäre ich auch noch glücklich gewesen. Und kann ich den 4er mit dem 5er koppeln? Geht das? Hätte ich dann einen zweiten Controller auf meiner alten PlayStation 4? Was das wäre? Nicht vergessen mit der Club Nefarius Mitgliedskarte. Kostenlängst nur die Hälfte. Komm schon, Phantom, wo bist du? Okay, ich kann hier nicht rennen, was eigentlich ganz cool ist. Weil wer rennt schon in einem Club drin rum? Hi, ja, bist du das Phantom? Das klingt jetzt... Nur eine Tanzmaschine. Aufgepasst. Das klingt jetzt schon sehr creepy. Ich bin was immer du willst, Flauschi. Widerstandsalarm! Ist okay, Hannibal. Ich werde es noch in Erfahrung bringen. Und die Tarnung fliegt auf. Das Phantom? Ist es geht?
Ich kümmere mich um sie, sonst verfolgen die das Phantom. Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst, Neuling. So glaubt jeder, dass ich... War nicht geplant. Ja, also wie gesagt, wenn es so... Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du den Widerstand willst, Neuling. Wenn es halt so viele Dinge abseits gibt einzusammeln, so wie hier, ja? Das sind halt die komplette Dynamik aus diesem Actionspiel. Wenn ich dann, statt ihm hinterher zu rennen, erst noch die Consumables hole. Also die Consumables hier. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das finde ich ist so ein bisschen, naja, komisches Game Design. Ja, super. Und man kennt die Plattform nicht. Und wenn man die Plattform nicht kennt, dass es eine Sprungplattform ist, oder eine, die am hochhebt, fällt man hier runter. Ich behaupte mal, hier ist ziemlich jeder runtergefallen. Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst, Neuling. Wieso glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Bin jetzt aber mal zufällig hier lang. Okay, ich habe ein Achievement freigeschaltet und eine Trophäe eingesammelt. Aber wie gesagt, für mich beißt sich das halt, wenn ich einem verfolgen soll, hinterherrennen soll. Und dann gibt es hier aber Dinge, die ich wie sowas hier einsammeln könnte. Bei Google kannst du PS4-Controller anschließen, vermutlich erstmal mit dem Kabel. Ah, okay. Danke dir. Dann hätte ich ja zwei Controller, wenn es mal zu einer lokalen... Also ich sag's doch nicht, ich bin jetzt kein großartiger FIFA-Freund. Warum? Weil sich bei FIFA zu wenig ändert, finde ich. Und mittlerweile ist FIFA ja auch immer so ein bisschen... ich kann es mir auch auf PC holen für 30 Euro. Warum soll ich es mir für 70 auf der Konsole holen, ne? Wobei so ein FIFA auf der PlayStation wäre natürlich schon interessant. Weil ich ewig auch keins mehr gespielt habe. Problem ist aber... was ich persönlich bei FIFA habe, ist, ja, dieses ganze Ultimate Team, Lootboxen-Gedöns, Glücksspiel-Aspekt und, ne, also. Das ist gar nicht so meins. Könntest du bitte stehen bleiben? Ist das hier so eine Art Test? Ist es, oder? Hey, warte! Hier komme ich auch noch nicht lang. Wahrscheinlich ist das noch gesperrt für später. Da ist er! Der Pilzball aus dem Club! Oh Mann, ich komme schon klar, Phantom. Bring dich in Sicherheit. Noch ein Widerstand. Oh, ich... Nein, der Widerstand endet hier!
Gibt's noch, gibt's noch gute Währungen? Okay. Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantomsprint. Phantomsprint? Okay, jetzt kommen wir durch. Ich kann nicht ganz zurück, aber was ist da? Verdammt nochmal. Doch, ich kann ganz zurück. Am Schluss komme ich dann nicht mehr hin. Da hätte ich es cool gefunden, wenn ich, als ich versucht habe, dagegen zu laufen, mit einer Meldung gekommen wäre, du kannst das jetzt noch nicht tun. Wäre so kleiner Service am Kunden gewesen, wisst ihr? Du kannst das jetzt noch nicht tun. Dann hätte ich gewusst, okay, ich muss hier später noch hin oder kann das erst später machen. Hätte ich geil gefunden. So, wir gehen jetzt storymäßig natürlich hier nach rechts. Wir rennen mal, wobei das ist kein Rennen, das ist ein bisschen schnelleres Laufen. Trotzdem, macht mir großen Spaß das Spiel, sieht echt schön aus. So ein bisschen interaktiver Film, gefällt mir. Natürlich alles sehr linear, aber das wusste ich. Ob ich mich einlasse hier in dem Spiel. Springen und Phantomsprint? Ein Naturtalent. Und extreme Superzeitlupe, dass mir ja nichts passieren kann. Gibst du schon auf? Wieso darfst du reden und ich nicht? Meine Stimme ist tief. Was? Willst du noch weiterkommen? Springen und Phantomsprint. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ich brauche ein flotten Raumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Bleib bei mir. So allmählich nervt der Typ. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Lombaxe, du bist genauso stur wie sie. Warte. Du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Mhm. Das Dach. Wie komme ich auf das Dach? Amen. Ich komme, Clank. Halt durch. Ein neuer Tag, eine neue Chance, den Imperator mit bedingungsloser Loyalität zu erfreuen. Die Waffe ist schon übel lustig. Ah.
Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Okay. Nein! Okay, gut. Ja, liebe CD Projekt Red, so kann ein Cyberpunk-Spiel auch aussehen. Okay, ich brauche hier keine flauschigen Lombaxe, aber... Naja. Ich weiß, Cyberpunk 2077 hat ganz andere Probleme. Aber der hätte auch am Setting ein bisschen mehr... Hätte nur ein bisschen mehr sein können, finde ich. Ah. Leute, Leute, Leute. Vorher solltest du mit dem Raffinadium in deinen Taschen dein Arsenal etwas aufrüsten. Na ja, was hast du zu verkaufen? Wir haben die Parkpilz. Was? Drücke R1, um das Ausrüstungstab zu wechseln. Ausrüstung vom Händler. Ich kann skillen? Kaufe jetzt alle Ausrüstungen mit einem. Ja, muss ich hier, oder was? Aber ich muss, oder was? Siehst du, wozu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst? Okay, okay, okay. Oh, Schüsse fliegen weiter. Was ist das? Okay. Na los, rüste das Ding auf. Okay, erhöht das Munitionslimit. Was ist das? Erhöht die Feuerrate. Haben wir schon, ne? Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Freigeschaltet, Sweetie. Ah. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, ich muss. Ah, okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Wir haben nichts mehr. Die Bombe wollte ich nicht, weil die benutze ich gleich. Danke für die Hilfe, Geheimagentin Zurkon. Viel Glück da oben. Und Miss Zurkon ist nie hier gewesen. Was haben wir denn? 6000. Seht ihr, jetzt können wir uns den direkt holen. Oder? Nee, wir nehmen den hier. Kann man sehen, was der macht. Legenden erzählen von einer Waffe mit einer Energie, die so mächtig ist, dass sie Feinde mit einem einzigen Tastendruck vernichtet. Und sie haben... Alter. Schieße mehrere Gegner auf einmal oder schränke den Beschleuniger durch die... Ist gekauft. Der Beschleuniger wird dein Leben verändern. Wie ist es dir ergangen, Sweetie? Kannst du alle bekommen. Du hast es also geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarious Spa. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarious Propagandaluftschiff und schicke der Stadt eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Sieht einfach aus.
Ich glaube nicht, dass wir da rein können, ohne Schaden zu kriegen. Yep. Ich will so ein Ding für zu Hause. Ist das geil? Das ist geil. Jünger nervt. Ums. Bürger von Fabio City. Dies ist die Stimme des Widerstands. Dies ist die Stimme der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wir müssen reden. Der Widerstand hat die Anzahl Bürger, die Nase voll hat von seiner diabolischen Tyrannei. Übernehmen wir den Vollstrecker. Party! Ah, wir können jetzt rüber und überspringen. Kein Problem, ich komme zu euch. Aua. Er lebt noch. Ja, die Waffe hat echt Bums. Ich hab doch jetzt... Ich drück nichts für diese Karte und komm trotzdem öfters auf die Karte. Ich wüsste gerne wie. Übrigens fast tot. Gab's Munition für Level Up? Ja. Haben wir es jetzt bald alle? Wisst ihr was? Vergesst den Kodex! Taten sagen mehr als Worte! Endlich! Nefarius Turm, ich komme! Puh! Woher weißt du, wie man... Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay, Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefario-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Diese verkommene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Das sollte klappen. Wir gehen wir erstmal eine Runde kurbeln. Gibt es eine Munition oder so? Ich glaub nicht. Sieht aus als... Okay, jetzt muss ich nur noch... ist das schnell. Rüber zur Statue, Glitch einsetzen, ein Raumschiff holen und dann... Clank auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halte noch ein bisschen durch. Das ging schnell. Yeah.
Das muss die Zugangskonsole sein. Oh no. Vorzudringen ist illegal. Wo kommst du überhaupt her? Todesstrahl aktiviert. Nein! Okay, jetzt weiß, wie ich die Karte aufrufe. Freut mich sehr, dass du die Reise überlebt hast. Jetzt stirb! Okay, wenn man aus Versehen auf die Mitte drauf tippt, auf dieses Tab hier in der Mitte. Hier. Also, da oben drauf. Oh. Dann geht die Map auf. Da kann man manchmal, wenn man im Eifer des Gefechts dann hier die Viereck drückt. Das kann man schlecht zeigen, ne? Wenn man Viereck drückt, komme ich dann hier aus Versehen manchmal drauf, mach die Karte auf. Suboptimal gelöst. Grüße deine Operation. Wenigstens war es eine Rundtour. Du hast echt jetzt? Ich versuche dich möglichst schnell zu vernichten. Kann nix. Zwei Prozent. Raketensysteme aktiviert. Viel Glück. So, endlich kann ich Glitch an die Zugangskonsole anschließen. Also der Schwierigkeitsmodus ist für mich als Ratchet und Clank Einsteiger und der in dem Stream nur gemütlich durchkommen möchte, vollkommen in Ordnung. Da gibt es wieder Energie. Das habe ich mittlerweile auch gerafft. Jetzt haben wir was übersehen. Oh ja. Komm schon, Konsole. Komm schon, Konsole. Hi. Du bist wohl Glitch. Ich bin Ratchet. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht gerade besonders gut und ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Danke. Ratchet, huh? Scheint ganz nett zu sein. Dann ist er absolut bereit. Tron lässt grüßen. Okay. Bin ich kurz erschrocken.
Okay, witziges kleines Minispiel. Majestätische Majestät. Alles klar. Todesfall. Kampfmons. Fünf Planetenzerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt. Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Clank. Ah, ja, klar. Schnapp ihn! Los! Ich komme, Clank. Nein, 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 nein! Willkommen, oh Meister von uns allen. Passwort, bitte. Wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator. Ich kann dich auch einfach vernichten. Bring mir diesen Lombard! Okay. Sargasso, Außenposten L51. Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Dr. Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir angegriffen! Jemand! Mord? Das ist ein Hamster? Was ist los? Oh je! Gut festhalten! Oh. Pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Oh! Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatine. Okay, jetzt spiele ich sie. Und wir haben die gleichen Waffen, oder was? Also. Das wusste ich schon. Ich habe den Game-2-Bericht zu dem Spiel gesehen. Ich wusste schon, dass wir sie dann auch mal spielen. Ist also... Habe ich ein klein wenig spoilern lassen. Ich wusste nur nicht, was wir beim Spielen und wann. Aber so sonst von dem Spiel... Okay, ich glaube, die kann ich nicht kaputt machen. Hier sollen wir wohl nicht rein. Okay. Okay, ich glaube, ich mach da die Engine kaputt. Ah, da oben ist noch.
Axen die nach. Axen die nach? Nein, oder? Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, aber... Eine rülpsende Pflanze. Okay. Okay. Kann man machen. Ich glaube, wir müssen darüber. Wir können. Wenn ihr denkt, ihr müsst hier kommen, dann kommt doch her. Zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Habt ihr einen Filzkäfer? Filzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Ratchet, hörst du mich? Okay, mein Kommunikator muss kaputt sein. Natürlich. Bestimmt sind die Mords in ihrer Gelatoniumfabrik. Ich muss irgendwie durch den Sumpf. Wenn da wirklich von Gegner zu Gegner hüpfen, das ist ganz witzig. Weil die Kamera nicht ganz so mitspielt, aber... Sehr gekonnt, erledigt. Was mich jetzt gerade wieder so ein bisschen stört, wo soll ich jetzt lang? Was heißt stört? Ich erkunde halt gerne und will da nichts liegen lassen. Was war das für ein Geräusch? Irgendwas rülpst und knurrt und macht hier. Lassen wir erstmal rülpsen und knurren machen. Alles klar. Komm, Silje, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Und schlaf gut, natürlich. Ne? Später. Ah ja, komm mal hier. Ich glaube, die Richtung ist richtig. Ah, ich kann doch noch einkaufen bei ihr. Wow. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Oh, das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefario City hinzugefügt habe. Okay. Was ist das? Das ist neu. Der ist dann ganz neu. Na, sind wir ein wenig neugierig. Ah, wer liebt es nicht,
einen Tag in der Sonne zu verbringen. Ah, das sind dieses... An dem du deinen Gegner mit dem Formschnittsprinkler verwurzelst. Spanne einen Gefechtsturm, der deine Feinde in hilflose, trinnbare Hecken verwandelt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da sparen wir auch mal lieber unser Geld. Vielen Dank für deinen Einkauf, Sweetie. Weil die sollte man ja dann am besten alle noch upgraden, ne? Und hier jetzt vielen Dank für deinen Einkauf. Hätte ich es cooler gefunden, wenn sie gesagt hätte, sowas wie, dann bis zum nächsten Mal, vielleicht findest du was, weil ich habe ja nichts eingekauft. Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Tschüss. Und der letzte Flitzkäfer flitzt in dieses Spalt. Seh's. Okay, Cleverbot. Wo sind wir hier? Ich, eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionators. Wie kommst du auf solche Ideen? Hey, das ist Maynard, der Mordhelferbot. Muss irgendwie durch den Spalt hereingekommen sein. Da ist der Flitzkäfer. Nein, nein, nicht verstecken. Ein Schlag aufs Nest. Na, Hallöchen. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich tue auf einem Flitzkäfer heute durch die Gegend düsen, ich hätte ihn ausgelacht. Galaktischer Schutztrupp. Okay, bringt das irgendwas? Nahkampfschaden erhöht. Da haben wir nichts. Füße haben wir auch nichts. Okay, jetzt haben wir diesen Helm auf. Okay, wo ist unser Käfer? Hier oder was? Vielleicht führt Maynard mich zu den Mords. Das Ding hat einen beschissenen Wenderadius. Wuhu. Ja, okay. Das war jetzt dämlich. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Du sollst da hoch. Ja, Problem ist, in dieser Suppe werde ich ja Schaden nehmen, ne? Genau. Wo komme ich jetzt raus? Ja, super. Ja, das war Ratchet und Clank. Wir kommen immer hoch. Das ist doch dumm. Komme ich irgendwie hier runter? Nein. Ne, ich komme nicht mehr weg. Das ist doch dämlich.
Das ist der Doppelsprung, Hannibal. Das ist das Problem. Einmal, zweimal. Ich komme nicht höher. Ich müsste mich irgendwie von hier abstoßen, aber das macht's ja nicht, weil das ist keine Wand. Ne? Ich kann mich nur von dieser Wand abschützen und dann fliege ich höher in die andere Richtung. Das ist das Problem. Und rübergleiten kann ich nicht. Das heißt, ich bin ja jetzt einfach festgefahren. Ich hoffe, es gibt eine Option ab dem letzten Checkpoint oder so starten. Da muss ich halt diverse Sachen nochmal spielen. Ja, Neustart beim letzten Kontrollpunkt. Geht nicht anders. Nein, nein, nicht verstecken! Ein Schlag aufs Nest lockt ihn vielleicht. Na, Hallöchen! Da habe ich einfach jetzt die Engine kaputt gemacht. Oh, yeah. Also, du sitzt halt da reingesetzt, wenn du runterfällst, wo du das letzte Mal festen Boden unter den Füßen hast. Da habe ich jetzt nicht die Engine kaputt gemacht, ich habe einfach. Naja, die Engine macht ihren Job richtig und ich bin halt in der doofen Stelle gelandet. Dann sammeln wir nochmal kurz alles ein. Das ist jetzt länger, geht schneller, bevor ich da... Ich bin halt doof runtergefallen. Aber da bleibe ich dabei. Ich wäre eigentlich mit der beste Beta-Tester. Stellt mich ein, liebe Spielefirmen. Ich find's so scheiß raus. Wobei, selbst wenn ich das, glaube ich, rausgefunden hätte, ich kenne ja durch meine Berufserfahrung, kenne ich ja, wie so Teams dann ticken, beziehungsweise so Project Owner ticken. Okay, wir haben den Helm schon. Wir müssen nicht nochmal einsammeln. Und wenn du dann sagst, ja, das ist doof, das würden wir gerne ändern, dann heißt es ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand runterfällt oder runterspringt, ist sowas von gering. Das fixen wir nicht. Ja. Was habe ich schon mit Chefs diskutiert, der einzelnen Abteilungen, mit das ist doof, weil... Und dann heißt, nee, das betrifft so wenige oder das ist nicht wichtig, andere Dinge sind wichtiger, wir fixen das nicht. Und das war halt jetzt kein Spiel, das war halt Software für Kunden, eigens programmiert. Wo ich dann mit Problemen zu denen bin, zu den Teams, aber naja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann hier auch sagen würde, yo, das ist doof, weil, dass ich dann gesagt kriege, ja, da fallen ja nur 3% drauf oder so. Das fixen wir nicht. Und es gibt ja für sowas immer noch die Option, ne? Für Temposchub. Von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! Was ist jetzt passiert? Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Aber warum? Ich wollte nur gucken, ob ich hier noch was einsammeln kann. Okay, ich bin richtig. Ich hätte nur über dieses Ding hier gemusst. Ist eine Abkürzung. Bitte sei vorsichtig. Was habe ich übers Reinreden gesagt? Ja, Jürgen Hannibal, ich hab's gelesen, ja. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob ich noch irgendwie anders hochgekommen. Doof, da doof rumzuspringen. Kurz zurücksetzen und es neu machen. So, Filzkäfernest mit. Okay. Das war zum Beispiel wieder ein Punkt, was ich gerade eingesammelt habe. Die sind wieder da, okay. Thank you.
Macht der auch was? Also bisher ist der ja Kindergeburtstag. Ich glaube, ich bin einfach zu weit weg. Ja, ja, jetzt kommt er. Wenn weit genug wegsteht, dann ist das, ist der keine Gefahr. Oh, ist auch doof programmiert, oder? Wenn es zu leicht ist. Weil ich glaube, das hat mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun gehabt. Ja, hier muss es aber doch noch, wollte gerade sagen. Noch was zum Freischalten geben, sonst hätte ich den doch nicht töten müssen. Ja, und da kommen wir wahrscheinlich nur rüber von der anderen Seite dann, ne? Genau. Na toll, seht ihr sie? Müssen wir nochmal hin? Na toll, da darf ich nicht mehr hin. Das ist ja doof. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Das ist ein Scherz. Genau, verbuddel dich mal. Okay. Wahrscheinlich, weil ich nur... Ja, aber der ist ja wieder da. Ist ja wieder da. Weil es hier wahrscheinlich kein Nest gibt. Ja, den mache ich jetzt nicht nochmal platt. Einmal hat gereicht. Ja, was halt schade ist. Ich sehe jetzt halt hier drüben, dass ich vergessen habe, einen Punkt zu holen auf der anderen Seite, um was abzugraden. Das ärgert mich. Und ich kann es jetzt nicht mehr holen. Ist ein bisschen schade. Also hier drüben sehe ich es ja, aber ich komme da nicht mehr hin, das ist abgesperrt. Und ich kann auch nicht mehr rüberschießen, das haben wir versucht. Ich kann es mit dem nochmal versuchen. Ne, das ist blockiert. Das war dumm. Bitte sei vorsichtig. Was Reinreden gesagt. Hier könnte ich jetzt überall absteigen und alles andere noch killen. Das Problem ist halt, ja, das ist so das, was mich so ein bisschen stört.
der Sammeltrieb, alles mitzunehmen, beißt sich halt mit der Geschwindigkeit, die das Spiel hier... Also für Speedrunner ein Spiel zu spielen, ne? Lässt halt alles aus und rennst nur durch. Aber gerade die Dinge, um... Also gerade die Sachen, um Dinge freizuschalten... Du hast kurz in die falsche Richtung geguckt. Ah, Leute. Ich kann auch gar nicht mehr zurück. Oder? Doch. Mir geht es gar nicht so sehr um die Währung hier drüben hier, ne? Ja, die ist natürlich auch praktisch, aber hauptsächlich um die Dinge, um als Verstecker Verbesserungen freizuschalten, ne? Die irgendwo hier lauern können. Das hätte nicht gut geendet. Ich glaube, hier kann ich sogar durchgehen. Ja. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Bolt, ich rette jetzt meine Freunde. Hey, ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Noch ein Lombax? Verrat uns, wo dein Freund ist, Schwester. Was zum... Ha, schon wieder auf die Karte. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Mir läuft's nicht gerade gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das habe ich von Zorkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zorkis?
Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Kapiert. Darf ich's mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... klar. Willkommen! Sei gegrüßt! Wie bist du hier reingekommen? Wo genau ist, Ja. Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Wir werden sehen. Oh. Oh je. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die Dimensionen zu reparieren? Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Und wieso laufen hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Das ist eine Hebekugel. Sie reduziert die Schwerkraft von Objekten, die sie berührt. Deine Möglichkeiten verhindern offenbar, dass eine Anomalie kollabiert. Sie sehen aus wie du. Weil du die Dimensionalität so interpretierst. Aber wie du sehen kannst, sind sie orientierungslos. Wenn du sie zum Meta-Terminal leiten kannst, beginnst du die Anomalie zu reparieren. Aha. Dimensionsanomalie. Ich habe das Gefühl, als würden die Dinge langsam Sinn ergeben. Dimensional. Also hat so ein bisschen was von, ich will nicht sagen Portal, aber so. Ah, eine Tempokugel. Die bringt dich auf Touren. Ja, so. Ich wette, mit mehr Tempo wäre diese Barriere im Nu erledigt. Lebst du auch auf Sargasso, Gary? Eigentlich auf Savali. Ich habe im Archiv studiert. Es ist die größte Sammlung dimensionalen Wissens, die ich je gesehen habe. Okay, die müssen also zuerst brauchen sie Tempo und danach müssen sie hochspringen. Das leuchtet irgendwie ein, oder? Oh, Moment, meine Kamera. Das kann passieren. Das ist ein Problem vom Elgato USB-Stick. Ja, dieser Camlink 4K. Wenn viel über USB 3 reinkommt, und das tut gerade die Capture Card für die PlayStation, plus das Camlink, dann steigt das Camlink aus. Ja. Ich will die Kugel nehmen. So. Ja, sagt mir, wie ich die Kugel nehme. Ah.
Alles klar. Das Gerät kann meine Möglichkeiten vielleicht umlenken. Irgendwie muss man es aktivieren können. Mhm. Großartig! Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Blank. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ja, und dann hilft nur USB raus, USB wieder rein und das war's. Es gibt mittlerweile eine weitere Capture Card von Elgato für mehrere Kameras per PCI Express. Hätte ich mehr Kameras, würde ich das machen und den Canon Link verkaufen. Ja. Aber die ist auch teuer, die Karte. Also, erstmal nicht geplant. Das tritt ja nur auf, wenn ich über Konsole spiele. Aber ich kann nicht erklären, was. Worte kommen zu dir, wenn du bereit bist. Okay. Jetzt leite deine Möglichkeiten zum letzten Meta-Terminal. Ich will dich nicht nervös machen, aber davon hängt wirklich viel ab. So richtig viel. Wenn ich diese Anomalie behebe, behebt das dann alle Schäden in dieser Dimension? Oh nein. Breiten sich Anomalien zu schnell aus. Das war irgendwie klar. Ich fürchte, eine Dimensionskatastrophe tritt ein. Wir können sie nur noch mit dem aufhalten, das sie bewirkt hat. Der Dimensionator? Genau. Aber wenn dir das Reparieren von Anomalien hilft, die Dimensionalität zu verstehen, wirst du bald genug gelernt haben, um uns alle zu retten. Hoffe ich. Ich frage mich, ob ich all das letztendlich lösen können werde. Warum sagst du das? Es ist schon lange her, dass ich ein Held war. Und nach allem, was mit dem Dimensionator passiert ist, bin ich besorgt. In Zeiten okay. Bei mir also eigentlich immer, hat es sich stets bewährt, Dinge Schritt für Schritt zu machen. Konzentriere dich auf das, was vor dir liegt. X drücken, halten, okay. Also wir haben hier jetzt zweimal Sprung, oder was? Ach ja, 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 natürlich. Wir müssen es ja oben halten. So, wir müssen die oben halten. Danach brauchen wir hier wieder Geschwindigkeit. Nein. Hier wieder Geschwindigkeit. Hier wieder Sprung. Und das muss ich wieder manuell umlenken. Sollte das passen. Alles klar, Hannibal. Dass du dabei warst, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Und wir sind einen Schritt näher daran, die Dimensionskatastrophe zu verhindern. Wenn wir das öfters machen müssen und die sind jedes Mal so lange, dann... Und ich so. Hör zu, Mord. Du, Mord und Mord, versteckt lieber die Limonade, bevor Mord kommt. Wow. Du hast sie gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht genau. Rivet, wie geht's dir, altes Haus? Überraschung. Das war heute ein Tag, ich sag's dir. Mein Trip nach Nefarious City lief total schief. Mein Schiff ist Schrott und ich... Ach, überlass das mal ruhig der alten Mord. Also, sofern du das Teil dabei hast, das ich wollte. Ich bring das alte Ding wieder in Topform. Ich muss nur die Brücke runterlassen, dann bringe ich dich in mein Versteck. Was machen wir dann dort? Das erfährst du schon noch. Okay, und Fernwehr halten. Sag nicht, mein Handschuhdingster kann mit diesem Spaltdingster interagieren.
Dein Spaltstrahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Mhm. Das macht Spaß. Eine tolle Ergänzung für unsere Sammlung. Ich habe bestimmt schon welche übersehen. Wie kommen wir jetzt runter? Schweben wahrscheinlich. Jetzt auf Lage! Vorschau! Der Querschläger! Zieh den Feuernachzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern! Oh, oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihm! Und dann zieh den Feuernachzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen! Das sieht witzig aus. Ja, das Problem ist halt, man kann sich nicht alles kaufen, sonst hat man nicht genug Währung, das ist klar. Vielleicht später hinaus, okay. Querschläger sieht auch ganz witzig aus. Blitzableiter sieht aber auch ganz gut aus. Also ich bräuchte jetzt eigentlich, ja, der Querschläger sieht echt ganz nice aus. Wenn jemand mal mitkommt. Nächster Halt, Versteck. Ich muss nur irgendwie die Brücke runterlassen. Nicht mit mir. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber.
Kumpel, Kumpeline. Hättest du bloß eine Düsenpackfunktion, Bolts? Hab ich auch. Runterlassen. Wir hatten gerade dein Versteck verschlossen. Mach dir keine Sorgen um dein Versteck. Alles ist so, wie du es verlassen hast. Okay, wie komme ich da wieder hoch? Wahrscheinlich da drüben und dann drüber springen. Komm schon, Brücke. Echt jetzt? Ich sehe schon kommen. Mit Anlauf halt. Da, da, darüber. Vielleicht bereue ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkäfer? Was soll... Und los! Fast geschafft! Und wieder steht ein Grundtor im Weg. Und schon bereue ich es. Wow! Jetzt finde ich es gerade ganz gut, dass der da drüben erstmal steht und bald besser Wetter wartet. Was haben wir denn im Angebot? 5 Stück von denen. Einmal ein klein bisschen aufgeräumt hier. Okay, ich könnte, ich würde sagen, zum Versteck machen wir noch. Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mordsdruckschlössern. Wieder rüberspringen, ne? Von der Seite. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar. Okay, wir müssen da drüber... darüber düsen.
sind richtig groß. Vertrauen. Hör zu, ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxe zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug, sobald ich dich und den Infobot aus Nefarious City scanne. Das ist wirklich absolut unnötig. Also ehrlich. Wie ich dir versichert habe, wiederholt. Dein Nefarious, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Und der Lombax, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Ich dachte, Roboter sind... Nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Das war nicht gut. Das ist ein Scherz. Ich muss Bolt retten. Ja, aber ich will das einsammeln. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, was ist... Also, sorry. Da muss ich jetzt kurz eliminieren. Was ist denn das für eine Bullshit-Programmierung? Auf dem Weg ist offensichtlich etwas, das ich einsammeln will, dass ich mich upgraden kann. Dass ich nicht einsammeln kann, weil ich dem zeitlich hinterher muss. Vielleicht kann ich da nochmal hin irgendwann. Aber programmiert denn so ein Bullshit? Ist doch klar, dass ich das sehe und erstmal dahin will. Vielleicht kann ich ja später nochmal zurück. Okay. Aber ich find's trotzdem gerade echt saublöd. Auf dem Rücken. Wenn ich da rankomme und draufschlage, stürzt das Ding ab.
dich bestimmt total auf deine Verdichtung. Gib mir mein Roboter zurück. Mehr hast du nicht drauf? Hohe Standards hat er im... Dank Notversorgung lockt der Flugstabilisator mal wieder. Ja, freu mich. Was? Nein, mir entkommst du nicht. Na klar, dass das nochmal kommt, aber das ist okay. Setz Amphibien-Sprengstoff ein! Wirf was immer du willst! Du entkommst mir nicht! Ich muss Bord retten! Ich komme nur an den Flugstabilisator, wenn ich dem Ding auf den Rücken springe. Steh auf, Mädchen! Jetzt ist deine Vernichtung so gut wie sicher gestellt. Na los doch! Von dem Laser krieg ich nicht genug! Du etwas? Steuern. Okay, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Kann nix. Alles klar, Bolts? Du bist mir gefolgt. Danke. Ja, tja, wir haben wohl doch noch was zu erledigen. Sehen wir nach, ob Mord das Schiff gepflegt hat. Die Frage ist, kann ich jetzt da zurück? Um den Punkt einzusammeln. Hier sind doch, glaube ich, zwei Stück von denen. Die würde ich jetzt gerne einsammeln, das versuchen wir jetzt. Ah, da ist rechts auch noch eins. Okay. Übrigens, soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Das wäre erfreulich. Nicht so spannend wie das, was wir in dem Infobot finden werden, aber fast. Ja, das war ein Sprung, den hätten wir uns auch sparen können. Ah, da oben. So, habe ich jetzt eins weniger? Nee, aber da sind noch zwei, da will ich hin. Ich will das und das einsammeln. Ist das unsere Base hier, oder was? Ranzoomen. Oh, falsche Taste. Moment. Doch, R2 ist heranzoomen. Muss das herauszoomen? Hm. Okay. Mit der Map muss ich noch ein bisschen klarkommen. Rivet, das Schiff ist bereit und wartet auf dich. Mord, du hast es repariert. Danke. Bist du soweit? Die was Neues für uns? Natürlich. Mit Miss Zurkon ins Geschäft. Bei Mords Abschiedsparty. Aber das dauerte kaum mehr als... Wir sind da. Wir müssten dann hier und dann darüber. In Stunden.
Vor allem, man kann hier noch irgendwie durchspringen oder so. Gibt's hier irgendwo doch da? Das will ich ausprobieren. Und wo sind wir denn da runter? Alter, eins gedrückt, da. Hier scheint es aber sonst nichts zu geben. Schade. So, kann ich da... Ich müsste da zurück können, warte mal. Ich darf nur nirgends gegenknallen. Das würde ich aber tun. Autsch. Ja, okay. Das heißt, da komme ich nicht entlang, aber ich komme vielleicht hier so rüber. Das könnte klappen. Moment, aber hier drüben ist ja auch noch eins, sehe ich gerade. Dann müsste ich doch von hier darüber kommen. Das versuchen wir, wartet. Da. So, wo sind wir jetzt? Da ist eins. So. Jetzt sind da noch zwei. Ja, okay. Versuchen wir unser Glück. Da oben? Wie soll ich denn da hochkommen? Schwierig bis gar nicht. Okay, zu unserer Base können wir auf jeden Fall nochmal. Da sind wir dann so lang und so hinterher. Ne, unsere Base war noch gar nicht hier, oder? Ne, war sie gar nicht. Die Base war...
drüben. Ja. Oh, keine Ahnung. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ja, ich komme da leider nicht mehr lang. Ich muss rüber, um so entlang zu kommen. Wo bist denn du her? Ah, der ist jetzt wieder hier. Vorne haben wir hier keiner. Müssen wir wieder kurbeln? Ja, müssen wir durch den Tunnel hier durch. Hier ist auch alles wieder da. Und hier muss noch irgendwo eins sein, was ich übersehen habe. Irgendwie muss ich da hochkommen. Hab so eine doofe Idee, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Im Motto mit so einem Käfer mit Anlauf, aber... Irgendwie kommt man da drauf. Hier ist das andere von vorhin. Okay, das haben wir jetzt. Na, wie kommen wir an das ran? Das ist die große Preisfrage. Muss irgendwo hier oben sein, ne? Müssten wir eigentlich genau vorne dran stehen jetzt. Also ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Ich sehe es, aber ich kann es nicht treffen. Oh. Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also wie gesagt, ihr müsst es einmal gesehen haben, dass wir es sehen. Okay. Das ist okay. Aber wie gesagt, wie ich da jetzt hochkommen soll. Von der anderen Seite habe ich auch nichts wirklich gesehen. Das ist wie gesagt da oben drauf. Es gibt es hier eine Möglichkeit, über eine Schräge zu springen? Nicht wirklich, die knallen da dagegen, die Käfer, ne?
Ah, ich könnte. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Also wir könnten noch mal ganz kurz hier versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Nee, die Wände müssen direkt parallel gegenüberstehen. Dass dieser Absprung Sinn macht, dass ich von Wand zu Wand springen kann. Das klappt so nicht. Soll ich denn da oben durchfliegen? Vielleicht kann ich auch mit dem Flugzeug frei fliegen gleich und kann da landen. Das weiß ich alles nicht. Das hätte ich mal ausprobieren sollen. Okay, wir gehen zurück zum Raumschiff. Ich meine, wenn ich brauche jetzt keine 5 Stunden hier verbringen. 100% mache ich das sowieso nie in allen Spielen. Weil es mir zu viel Arbeit ist. Ich hätte es halt gern gehabt, oh mein Gott. Er weiß, was das Spiel noch für mich birgt, für... Oh, Mord hat was davon gesagt, dass er den Riesen... So, wir können doch jetzt upgraden hier, oder? Käufe sind verbindlich, Schatz. Genau, aufrüsten. So, was haben wir denn hier? Das ist unser Blaster. Was haben wir hier? Negativbeschleuniger, Schmetterbombe, der Vollstrecker. Da geht ja jetzt auch einiges mehr. Und Querschläger, was können wir denn hier machen? Den nutze ich ja wirklich sehr gerne. Oh, bei den Sternen! Das ist was ganz Feines! Sehr gut. Verbesserungen sind unterwegs! Der ist auch geil. Oh Gott, geht's beim Blaster viel. Heilige Makrele! Wir haben alles, ne? Ja, okay, als nächstes können wir dann in den hier zum Beispiel reinsetzen. Sorry, keine offenen Zellen. Willst du schon gehen? Ja, möchte ich. Jetzt, wie speichere ich dieses Spiel? Das ist eine gute Frage. Eine berechtigte Frage. So Optionen oder so. Ah, da unten ist noch ein, das ist Markieren, das ist Drehen. Das ist Platz auswählen. Das sind Schlüsseldesigns. Kann ich da die... Standard. Ach so, da unten sehe ich das. Okay. Und hier kann ich auch noch was durchwechseln. Okay. Verstehe, da haben wir 100%. Noch ein paar Leute mehr kennengelernt. Okay, Stufe 3 sind wir. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Nur, wie speichere ich hier? Wie beende ich? Also, ich kann jetzt die PlayStation-Taste drücken, dann komme ich ins Menü, aber das war's ja dann, also.
Hinweis verfügbar. Die läuft. Ja, ja, okay. So, wie kann ich denn... Musik, das sind einfach nur Mitteilungen. Das ist der Controller. Der wird auch langsam leer, sehe ich gerade. Schieß mal nochmal an die PlayStation an. Zack. Ja, aber... ja, ein- und ausschalten. Nee, wie kann ich jetzt dieses Spiel hier speichern? Moment. Ja, wir drücken hier nochmal. Also ich habe hier noch einen Knopf. Was ist das? Ein Screenshot kann ich hier machen. Nö, übertragen und Aufnahme. Und hier ist auch noch ein Knopf. Der tut offensichtlich nichts. Hm. Da habe ich einen Mikrofon-Button. Tja. Da verließen sie ihn. Nein, nein, lass das mal. Bringt der Knopf jetzt was? Ah! Also, wenn ich fortsetzen mache, genau. Fotomodus, Einstellungen, wenn ich beenden mache, beende die Spielsitzung. Dann sollte er doch da aufhören, oder? Wenn du das Spiel verlässt, bin ich in der Fortschritt bis zum letzten Kontrollpunkt. Ey, das ist scheiße. Das ist kacke. Also nehmen wir jetzt den Kontrollpunkt hier noch mit. Was genau steht da? Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Kletschki? Ich. Achtung, Widerstand. Ich poste die Abschussliste in unserem Netzwerk. Na los, reparieren wir den Kommunikator. Wir müssen eine Dimension retten, bevor der Imperator uns auffindet. Okay, also wir haben jetzt, wir können zur City zurück oder storymäßig hier rüber. Ach, sieh an. Wir haben hier wirklich eins von vier erst gefunden von diesen Helmen. Den Roboter haben wir nicht. Das ist ja krass. Wir können auf jeden Fall zurück das noch einsammeln. Vielleicht kriegen wir noch weitere Fähigkeiten, um das dann zu machen. Okay. Startklar. Los geht's. Okay. Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Ha, stimmt. Okay, gut. Dann können wir jetzt hier an dieser Stelle, also das wird definitiv ein Kontrollpunkt gewesen sein. Können wir jetzt hier einen Cut machen, ja? Schönes Spiel, das packe ich definitiv mal wieder aus. Nicht unbedingt morgen, vielleicht übermorgen oder überübermorgen, ja, immer mal so ein bisschen Abwechslung hier. Aber ich mag das durchspielen, das war ja auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, komm, jetzt ist es doch mal Zeit für eine PlayStation 5. Ich hatte jetzt Kopfhörer auf, aber die sind offen, das heißt, ich höre meine Stimme auch nicht so abgedumpft wie zu eine Kopfhörer. Also offen her von der Soundqualität, also von der Muschel. Nicht wirklich offen im Sinne von physikalisch. Ja, und ich habe sie nicht gehört. Also ich habe sie nicht störend gehört. Und daher geht es eigentlich voll klar. Bisher, sie ist halt nur sehr groß und wird wahrscheinlich Strom fressen ohne Ende. Aber hey, irgendein Tod muss man ja sterben. Ne? Ja, wie gesagt, das war's für heute für den Livestream genauso wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.